Hätte nicht gedacht, dass bei dir das Glas immer halb leer ist. Hast du eine bessere Idee? Mach Platz, du deprimierst mich. Oh, buh! Angriffe. Hey, Mike! Du hast da was im Gesicht. Biest. Was du willst? Hä? Wo ist sie hin? Jess? Ich würde sagen, du gehst da jetzt mal schnell hin. Da ist was passiert, Digga. Plötzlich ist der nicht mehr da. Also der Vogel war vorhin richtig fies. Oh. Ach, die ist auch echt irgendwie. Die ist hübsch. Die könnte meine Freundin sein. Also ich bin, das ist ja voll mein Charakter, ne? Also voll mein Fang, diese Frau. Mein Beuteschema. Auf jeden Fall. Ich hätte gerne Licht. Ist das mein Zimmer? Okay, da geht's nicht durch. Komm, beeil dich mal ein bisschen. Da ist was. Hallo? Was läuft hier? Dann geh mal vor. Josh. Hey, hast du gecheckt, dass ihr Chris und Ash zusammen losgeschickt habt? Ich dachte mir, die zwei sollten mal allein sein. Chris muss was unternehmen. Keine Ahnung, die gehören gut zusammen. Ganz ehrlich. Besser als mit dieser einen Hexe. Definitiv. Sind sie im Alter sein, bevor Chris
Was ist das? Süß. Die beiden Toten. Auch wieder ein Schmetterling auf dem Arm. Und er. Josh mit seinen hübschen Schwestern Hannah und Beth. Ihr seid super aus. Leute. 16.8.13. Weißt du, Sam? Ja. Ich wollte nur sagen. Er liebt ihn ja. Es bedeutet mir wirklich viel, dass alle dieses Jahr wieder hier sind. Dass du da bist, Sam. Josh, wir sind für dich da. Ehrlich, was auch immer du brauchst. Jederzeit. Wir werden das zusammen durchstehen. Wir alle. Ich will, dass wir alle Spaß haben, weißt du? Ja, werden wir. Nur die anderen beiden haben es nicht gerade so einfach, ne? Das weißt du leider noch nicht so. Warum sind hier überall diese toten Köpfe von den scheiß Tieren? Bäh. Hoppala. Ah, da kannst du auch nochmal sehen, ne? Ehrlichkeit, romantisch, neugierig. Oh. Fräulein, deine Beziehung mit Jazz ist für den Arsch. Die ist gesunken. Und deine Ehrlichkeit ist auch nicht mehr gerade das Beste. Das müssen wir ändern. Witzig bist du auch nicht, hilfsbereit, tapfer, du bist in allen Sachen gesunken, aber in Neugier und Romantik. Scheiße. Ich glaube, Treppen laufen kann ich schon ganz einfach. Die flirtet. Ich hasse Kellers. Kellern. Hast du auch Kellern? Freunde? Sorry, dass ich dich hier runterschleppe. Ich meine, ich würde nicht wollen, dass du alleine runtergehst. Weißt du? Es ist definitiv gruselig hier unten. Ja? Hier will man nicht unbedingt allein sein. Schwierig, so ein Baseballspiel draußen im Schnee. Nein, das war doch nicht im Winter, Dummi. Ich meine, wir kamen immer im Sommer her und hatten so viel Spaß. Familie, Mom, Dad, meine Schwester, da war immer jede Menge los da draußen auf der großen Wiese. Ach, egal. Das Leben geht weiter. Neue Realität. Hey, sie wollte witzig sein. Ich habe die Statistiken gesehen und dachte mir, komm. Hier, kannst du mal halten. Was war das? Was war was? Hey, leuchte hier. Ich sehe, was ich tue. Hey, wie redest du mit der Frau? Die Lampe stellen, damit ich was sehe, okay? Ja, ich tue es. Nicht schlecht. Oh Gott, ja, was passiert gleich? Okay, jetzt nach dem anderen. Wir müssen den Wasserdruck erhöhen, bevor wir den Boiler angehen. Das ist eigentlich ziemlich simpel. Tut doch.
Scheiße. Schon okay. Jetzt versuch's nochmal. Ja, ja, ich hab's ja jetzt verstanden, wie es geht. Ach so. Ist nicht so schwer. Drück einfach den Knopf, sobald das Licht ab. Okay, okay, okay. Ich krieg das jetzt hin. Okay. Gut. Was? Nimm's doch nicht so übel. Hast du noch nicht so schnell gecheckt? Was ist denn das? Terra könnte alles Mögliche sein. Jedenfalls nichts Schönes. Ach Quatsch. Ich verarsche dich nur. Oh, du warst wirklich ein Vater. Ach Scheiße. Scheiße, er wird jetzt sterben, weil ich das aus Versehen jetzt. Oh nein. Scheiße. Hätte ich nicht da machen dürfen. Jetzt stirbt er. Ey, ich hab Angst. Komm jetzt. Ah! Fuck you! Was ist das für einer? Oh. What the fuck? Alter. Was? Hure. Hure. Was sollte das denn? Hier liegt überall dieser coole alte Filmkrempel rum. Hätte ich mir die Gelegenheit nicht entgehen lassen sollen? Ist das dein Ernst? Wusstest du etwa Bescheid? Das hätte ich aber gern. Das war so gut. Alter. Ich habe zu Gott gefunden. Bitte sag mir, dass du das Schweigegelübde ablegst. Okay, okay. Hast du wenigstens dieses Dings? Moin! Hier ist unsere Eintrittskarte als Geister. Wisst ihr was? Also, nein. Ich hatte gerade genug Spuk für eine Nacht, okay? Ich sehe ein heißes Bad in meiner Kristallkugel. Okay? Viel Spaß noch!